Naja, mal gucken, wie es weiter noch geht. System Quara, dominante Spezies Quaren. Der Vita präsent Level 1 Überwachung aktiv. Produktiver und technologisch fortschrittlicher Planet. Extrem niedriger Grad an Automatisierung verlangt, dass Bevölkerung ständig Arbeitskräfte erneuert. Nutzung von radioaktiven Minen, um Schiffsbesatzungen zu infizieren und sie nach Quara zu bringen. Ist interessant, aber letztendlich ineffizient. Wir werden größere Mengen an loyalen Servitoren benötigen, um den Delta Quadrant zu befrieden, als diese Methode zulässt. Schlagen Kooperation und schlussendlich Eingliederung als Servitor-Rasse vor. Im Austausch für Loyalität und detaillierte Informationen zu ihren Indoktrinationstechniken werden wir ihre Arbeitskräftemangel beheben. The Delta Quadrant? Reicht der Einfluss der Ikonianer so weit? Does the Iconian influence reach so far? Aktueller Status: Schiff Obelisk 1, Servitor Solanae. Status bereit für Einsatz. Aktivierungscode autorisiert. Warte auf Navigationsdaten. Heißt doch eine Aufklärung. Ah, okay. Beim Mensch habe ich schon über 8000 Auszeichnungspunkte. This appears to be some sort of master control. I believe we can use it to open the gateway. Can we access the database? We must know about the Iconian control. Die Datenunterlagen alle von hier wegbringen, bevor er Dies ist eine Sternkarte. Sind all diese Markierungen kanianische Portale? Sehen Sie, das ist das Portal von der Romulus. Romulus wurde zurückgesetzt. Das war nicht das Einzige. Botschafter, wir geben Ihnen Deckung, während Sie die Daten herunterladen. Die Spuren verschwinden wieder. Sie wissen, dass wir hier sind. Und ich glaube nicht, dass Sie glücklich sind. Haben Sie das gehört? Das klingt nicht gut. Verstärkung ist unterwegs. Wir sollten dieses Portal nutzen. Wow, wir haben kein Zeug mehr. I have downloaded what I can. Okay, wir haben nicht viel Zeit, bevor sich das System wiederherstellt. Wir haben die Verbindung des Netzwerks zum Romulus-Portal unterbrochen, was die Situation dort stabilisieren wird. Wir sollten auch hier in der Lage sein, ein Portal zu öffnen, das uns in den normalen Raum zurückführt. Es werden einige Schäden auf Romulus zu verzeichnen sein. Aber es hätte viel schlimmer kommen können. Das ist eine Brücke. Wir haben Verletzte, die noch laufen können und einige von uns können auch noch weiterreisen. Was sollen wir tun? Where do you want us?
Schonte Sensoren und Reflektorschilder. Auch wenn Adrana keine Kampferfahrung hat, ist sie doch die beste Wahl für diese Station. Willkommen beim Stream. Das ist die Premium-Waffensteuerung. Niemand wäre hierfür besser geeignet als Botschafter Worf. Dieses Interface erlaubt der Brücke den Zugriff auf die Funktion des Maschinenraums inklusive der Schadenskontrolle. Captain Corran hat die notwendige Erfahrung für diese Station. Hierbei scheint es sich um eine Taktikkonsole zu handeln, mit deren Hilfe die Schilder und die Energieniveaus des Schiffs während des Kampfes kontrolliert werden können. Außerdem hat sie einen Sekundärzugriff auf die Waffensysteme. Captain Shawn wäre der passende Offizier für diese Station. Wir haben die weiteren Rahmen gerettet, aber die Portale sind jetzt offen. Alle. Wir wissen nicht, wer sie benutzen wird. Vielleicht die Elachi oder etwas noch Schlimmeres. Wir müssen alle vor den bevorstehenden warnen. Aktivieren Sie das Portal und holen Sie uns heraus. Empfangen taktische Telemetrie. Ich glaube, ein weiteres Portal im Jorrad-System. Es ist groß. So groß wie ein Schiff. Das Portal sendet ein hochfrequentes Subraumsignal. Sensoren ordnen Elachi-Schiffe auf Abfangkurs. Mein Vorschlag ist, dorthin zu fliegen und von Romulus Verstärkung anzufragen. Ich stimme zu. Können wir das Portal verwenden? Nicht von hier aus, aber ich kann ein Portal für uns erstellen und ein Ziel in unserer Nähe einstellen. Ausführen. Steuere aus diesem Gebiet. Sensoren zeigen, dass wir uns im Jarrett-System befinden. Systeme funktionieren alle normal, aber Objekte in der Nähe des Schiffs sind gesichtet. Es teilt sich um ein kenianisches Portal. Berufen Sie die Romulanische Republik. Ich bin erfreut zu sehen, dass Sie alle sicher zurückgekehrt sind. Als die Beben begannen, haben wir jegliche Verbindung mit der Portalkammer verloren und das Schlimmste befürchtet. Aber wohin sind Sie gegangen? Durch das Portal? Und was für ein Schiff ist das? So eins habe ich noch nie gesehen. Ich stelle so schnell ich kann einen vollständigen Bericht bereit. Es genügt zu sagen, dass wir das gesamte Netzwerk der konianischen Portale öffnen mussten, um Neuromulus zu retten. Sie haben die Elemente beschützen und dort könnten hunderte von Portalen sein. Tausende! Sind sie jetzt alle aktiv? In diesem System fand sich versteckt im Subraum ein Portal von der Größe eines Schiffs. Genug geredet. Das Portal übermittelt ein Signal. Ich erfasse so eines von einer gesamten Flotte Elachi-Schiffe auf Abfangkurs. Schicken Sie jedes verfügbare Schiff. Wir müssen kämpfen, wenn wir überleben wollen. Schicke jetzt Verstärkungen. Viel Glück und möge uns die Elemente beschützen. Wir werden die Elachi hier festhalten, bis Verstärkung da ist. Wir werden die Elachi aufhalten, bis die Verstärkung kommt. Press the launch button to create a wing of fighters to aid you in combat. Each hangar supports two wings. Einstellen. Und das da. So. Was ist das denn? Hm.
Halten Sie ihn zurück. Der Antrieb fällt aus. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. The Alachi can send their entire fleet. We. Auch wenn die Alachi ihre gesamte Flotte senden, wir werden nicht untergehen. There is still a matter of what to do about the gateway. Diese Diskussion kann nicht verschoben werden. Einverstanden. Die Streitmacht der Alachi wurde zerstört. Keine weiteren Feinde im Anflug. No further hostiles inbound. Captain Sean, die Enterprise sollte das Portal scannen. Wir müssen mehr herausfinden. We need to know more. Einverstanden, aber wir sollten das Portal jetzt zerstören, solange wir noch die Möglichkeit dazu haben. Nein! Das Portal ist im Romulanischen Raum. Es gehört dem Volk der Romulanischen Republik. Eine weitere Invasionsstreitmacht könnte.